Hallo ihr Lieben, herzlich willkommen in meine Torten- und Kuchenwelt. Heute kommt eine leckere Erdbeer-Quarktorte von mir und komme dann auch gleich zu den Zutaten. Wir brauchen so ungefähr 500 Gramm Erdbeeren. Für den Teig brauchen wir so ungefähr 100 Gramm Mehl, 2 Eier, 50 Gramm Zucker, 50 Gramm weiche Margarine oder Butter, ein Päckchen Vanillezucker und eine halbe Packung Backpulver. Erst werde ich die Eier mit dem Zucker und Vanillezucker cremig schlagen und gebe dann anschließend die Butter hinein. Ich habe das Mehl mit dem Backpulver vermischt und werde nach und nach Mehl hineingeben und weiter schlagen. Und gebe noch 3 Esslöffel Milch dazu. Heute backe ich in so eine quadratische Backform. Jetzt gebe ich den Teig in die Form. Die Form habe ich mit Öl bestrichen. Jetzt werde ich den Kuchen bei 170 Grad so ungefähr 20 Minuten backen. Für die Creme brauchen wir eine Packung Vanillepudding. Normalerweise habe ich immer den Pudding gekocht und auskühlen lassen. Und das braucht man gar nicht zu kochen. Das muss man nur mit kalter Milch schlagen und fertig ist das. Das ist sowas von praktisch, wenn man jetzt backen möchte. Also eine Packung von dieser Vanillepudding. Normalerweise muss man das mit 500 ml Milch schlagen. Da ich aber meine Creme ein bisschen fester haben möchte, nehme ich nur 300 ml Milch. Dann habe ich 300 ml Milch, so ungefähr 150 Gramm Zucker, 3 Esslöffel Zahnapat und 500 Gramm Magerquark. Ich werde erstmal den Pudding vorbereiten. Ich gebe jetzt den Quark noch mit hinein und Zucker. Ich habe den Kuchen aus dem Ofen rausgeholt und vollständig auskühlen lassen und gebe die Creme darüber. Und in der Zwischenzeit habe ich dann auch meine Erdbeeren sauber gemacht und klein geschnitten. Und über die Creme werde ich dann die Erdbeeren verteilen. Je nachdem, wie groß die Erdbeeren sind, könnt ihr die entweder im Ganzen platzieren oder aber auch halbieren. Jetzt kommen wir auch zum Schluss. Jetzt werde ich nach Packungsanleitung 1 bis 2 Packungen Tortenguss vorbereiten. Ich habe Tortenguss rot genommen. Ihr könnt natürlich auch weiß nehmen. Jetzt werde ich den Tortenguss über meine Torte geben. Ich habe jetzt den Tortenguss ein bisschen auskühlen lassen, also nicht sehr heiß, damit die Creme jetzt nicht schmilzt. Also 2 Packungen Tortenguss ist genau passend. Jetzt lasse ich die Torte ungefähr 2-3 Stunden auskühlen und dann können wir essen. Ich hoffe natürlich, dass euch auch dieses Rezept gefallen wird. Ich wünsche allen, die es ausprobieren möchten, viel Spaß dabei. Bitte nicht vergessen, meine Videos zu teilen und zu kommentieren und sage Tschüss bis zum nächsten Video.